Weltgeschehen, Naturkatastrophe, Glaubenskampf. Ertraget alles mit Geduld und lasset euch nicht wankend machen im Glauben. Diesen Ruf muss ich noch sehr oft an euch ergehen lassen, denn um eures Glaubens willen werdet ihr leiden müssen, was ihr jetzt noch nicht verstehen könnet. Denn noch befindet ihr euch in einer gewissen Freiheit des Denkens. Noch nehmen die Mitmenschen wenig Notiz von dem geistigen Leben derer, die mir treu sein wollen. Noch seid ihr auch nicht von irdischen Machthabern gehindert in eurer geistigen Tätigkeit. Aber es kommt die Zeit, da ihr nicht mehr frei werdet sein in Glaubensdingen. Es kommt die Zeit, wo gerade die Menschen angefeindet werden von Seiten der Mitmenschen und auch der irdischen Gewalt, die im rechten Denken stehen, die es ernst nehmen mit ihrem seelischen Ausreifen, die wahrheitsgemäß reden und ihren Mitmenschen zum Seelenheil verhelfen wollen. Und gerade diese werden bedrängt werden in ungewöhnlicher Weise, während die Vertreter von Irrlehren immer noch geduldet und eher gefördert werden als gehindert in ihrem Wirken. Und dann werdet auch ihr euch oft fragen, warum ich das zulasse. Es werden leise Zweifel in euch auftauchen und ihr werdet schwach werden, weil ihr leiden müsset. Und darum rufe ich euch immer wieder zu: Ertraget alles und bleibet stark im Glauben, denn ihr werdet die Krone des Sieges davontragen. Gerade diese Worte sind euch noch wenig glaubhaft, denn noch sind keinerlei Anzeichen für diese harte Zeit gegeben. Doch plötzlich wird ein Umschwung kommen, weil ein Weltgeschehen, das die Menschen stark erschüttern wird, eine offene Auflehnung hervorrufen wird gegen den, der als Gott und Schöpfer etwas geschehen lässet, was sich zum Schaden an den Menschen auswirkt. Und darum wird diesem Gott und Schöpfer jegliche Anerkennung versagt. Es wird jeglicher Glaube an ihn als haltlos verworfen. Und es werden angefeindet, die entgegen dieser Meinung den Glauben an mich verfechten, die sich zu mir bekennen und auch die Mitmenschen eines Besseren belehren möchten. Immer wieder habe ich euch angekündigt, dass ich durch die Naturgewalten mich äußern werde, um noch aufzurütteln die Schlafenden und Trägen. Und einige wenige werden auch erwachen, aber sehr viele dagegen noch ihren schwachen Glauben verlieren angesichts der großen Zerstörungen und der vielen Menschenopfer, die dieses Geschehen kosten wird. Und dann werden die verschiedensten Meinungen laut werden und hasserfüllt streiten viele einen Gott und Schöpfer ab und feinden jeden an, der nicht ihre Meinung teilt. Und dann ist mein Gegner mit aller List am Werk, diesen Hass zu schüren. Und es gelingt ihm auch, denn der irdische Verlust, den die Menschen durch dieses Naturgeschehen erleiden, erbittert sie und treibt sie an zu ungerechten Anforderungen und Ausbeutung des Mitmenschen, der sich nicht wehren kann. Die Lieblosigkeit der Menschen nimmt zu. Und was sie unternehmen, verrät deutlich den Gegner, den Antichristen, dem sie hörig sind. Und es werden Bestimmungen und Verfügungen erlassen, die gerade die meinen empfindlich treffen werden, die um ihres Glaubens willen leiden müssen und die Härte ihres Schicksals kaum zu begreifen vermögen. Und dann werde ich die Tage verkürzen um der meinen willen, auf dass sie nicht verzagen, auf dass sie nicht abfallen, auf dass sie selig werden. Haltet euch nur an mein Wort, das euch Rettung werden wird aus größter Not, und harret der Erfüllung dieses Wortes, denn ich selbst werde kommen und euch befreien. Ich selbst werde auch zuvor schon ungewöhnlich in Erscheinung treten, um euch zu stärken, so ihr in Gefahr seid, schwach zu werden. Ihr brauchet euch nicht zu fürchten, solange ihr mir vertrauet, solange ihr euch mir verbindet im Gebet, denn so lange auch geht euch immer wieder Kraft zu zum Widerstand. Und denket immer nur, dass die Feinde wohl euren Leib töten können, nicht aber eure Seele.
Denket daran, dass es ein ewiges Leben gibt und dass das Leben auf dieser Erde für jeden Menschen bald zu Ende ist. Dann wird auch eure Furcht schwinden. Dann wird eine Glaubensstärke euch erfüllen und ihr werdet standhalten und immer nur Zeugen für mich und meinen Namen. Präget euch diese meine Worte fest ein in euer Gedächtnis. Dann werden sie euch Trost und Stärkung sein in kommender Zeit. Sichert euch zuvor schon Kraft, sammelt sie euch an, denn noch vergeht eine Zeit, bis ich selbst mich äußern werde, durch das Naturgeschehen. Und so ihr diese Zeit noch gut nützet, um euren Glauben zu festigen, wird euch auch der dann folgende Glaubenskampf nicht schrecken. Er wird euch gewappnet finden und die irdische Not wird euch nur wenig berühren, weil ihr dann mit Sicherheit auf mein Kommen wartet, weil euer Glaube dann so stark geworden ist, dass weder Drohungen noch Maßnahmen gegen euch ihn erschüttern können. Dann werdet ihr gute Streiter sein für mich und meinen Namen, und alle Mächte der Hölle werden euch nicht überwinden können, denn ich selbst kämpfe mit euch, und ich führe euch wahrlich zum Sieg. Amen.